Menschen im Siebengebirge und in der Region ist ein gemeinsames Podcast-Format von Honef Heute und dem BAZ-Magazin. Wir sprechen mit interessanten Persönlichkeiten aus allen Schichten unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Peter Profitlich, wir sitzen hier in deinem Café. Sicherlich haben sich hier schon viele Promis verlaufen. Kannst du dich an Namen erinnern? Ja, selbstverständlich. Der bedeutendste war letztes Mal immer Peter Schollatour. Der kam jeden Morgen hier frühstücken, aber auf der Terrasse, und er musste alleine sein. Aber alle schönen Schauspieler. Diese Woche Isabel Varell war da, weil hier gedreht wird vom Haus. War bei meinem Großvater schon René Delken, Willi Ostermann und jetzt Jürgen Becker, alle möglichen. Die kommen dauernd. Ne? Bömmel von Köln. Fleck Fürst, die hier auch zum Teil jetzt am 16. Ja, August hier auf dem Zipiensplatz spielen. Oder singen, ja. Mit der Knippschaft. Ja, genau. Jetzt sieht es ja hier so aus, als hätte sich seit 40, 50, 60 Jahren nichts verändert. Ist das richtig so? Ja, oder? Wir sitzen hier in Räumen, die 1924 eingerichtet worden sind, inklusive Möbel. Und das ist heute noch so. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben. Das heißt, da wird auch nichts dran verändert? Nee, bei mir nicht. Ich habe oft gesagt, von Kunden, ändern sie noch gar nichts. Andere sagen, wieder machen sie größer, bauen sie um. Aber der Feinschmecker hat zum Beispiel wieder dieses Jahr, werde ich da ausgezeichnet, der schreibt das Retro-Café in Rhöndorf. Nee, der Retro-Bäcker von Rhöndorf. Und das ist ja heute auch positiv belegt. Jetzt führst du ja dieses Café, es ist ja eine Bäckerei-Café. In der vierten Generation, war das eigentlich für dich von vornherein klar, dass du in dieses Handwerk einsteigst? Ja, für mich ja, für meine Mutter nicht. Ich bin ja im Sibi gewesen, im Gymnasium, sollte erst Abitur machen, habe ich aber nachher nach der mittleren Reife keine Lust mehr gehabt. Habe Gott sei Dank zwei Berufe gelernt und auch die Meisterprüfung gemacht. Wie gut warst du denn? Kannst du dich noch an die Noten erinnern? Ja, das war komisch. In der Gesellenprüfung nicht so gut, weil das war ein Unikat war das. Dass der gesamte Prüfungsausschuss hat bei meinem Vater oder bei meinem Großvater die Prüfung gemacht. Und da haben die Herren mir eine 2 in praktisch und eine 3 in theoretisch gegeben. Und bei der Meisterprüfung war das anders. Da hatte ich 4x1 und 1x2. Da muss man also da waren. Aber auch ein neutraler Prüfungsausschuss in Köln bei der Handwerkskammer. Also ist jetzt ja auch schon ewig her, 1977, aber war damals doch schon komisch als junger Mann, dass der Name Profitlich nicht nur ein Bonus ist, sondern auch manchmal ein Malus sein kann. Ja, obwohl, spricht ja eigentlich fürs Handwerk, ne? Wenn man in der Praxis gut ist. Du bist ja Lehrlingswart in der Kreishandwerkerschaft Rhein-Sieg. Wie steht es allgemein um das Gewerbe und um den Nachwuchs? Sehr schlecht. Also ich kann mal sagen, auf gesamtbezogen, ich habe mit fast 300 Betrieben damals angefangen als Lehrlingswart vor über 30 Jahren. Wir sind jetzt noch 59 Betriebe. Also das Bad Honnef allein, wie ich in die Lehre kam, 17 backende Bäcker mit Backofen. Heute noch 3 Kollegen, die backen. Das ist die Entwicklung. Und so sind auch die Lehrlingszahlen. Verkäuferinnen geht noch einigermaßen, weil es so viele Verkaufsstellen gibt. Aber produzierende Bäcker ist sehr wenig. Wir bilden mittlerweile hier in Siegburg die Bäcker von Bergisch Gladbach aus, von Köln. Alle kommen hier hin zur überbetrieblichen Ausbildung, damit unsere Backstube in Siegburg ausgelastet ist. Das ist ja auch ein Kostenfaktor. Aber was ist der Grund dafür? Ich meine, gerade die Deutschen essen doch gerne Brot. Ja, aber der Beruf ist sehr unbeliebt bei Jugendlichen. Die Arbeitszeiten, das kann man sich ja vorstellen. Obwohl manche Kollegen noch jetzt wieder konsequent um 6 Uhr erst anfangen. Und dann ist das Brot halt um 10, 11 im Laden. Also wir müssen als Bäcker umdenken, sonst werden wir auf Dauer keinen Nachwuchs haben. Das heißt, hier gibt es auch Tendenzen, die Zeiten zu verändern? Auf jeden Fall. Und dann diese 7-Tage-Woche, die ich hier in meinem Betrieb noch durchführe, die hat auch natürlich ihre Nachteile. Ne? Wir haben ein rollierendes System, dass jeder mal 2 Tage am Stück frei hat, aber der Kunde fordert natürlich Frische, jeden Tag. Ne? Wir können ja nichts über die Kühlung machen oder nur sehr wenig, dann. Aber gut, da müssen wir durch, da muss das Bäckerhandwerk hat sich immer neu erfunden. Ne? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du denn also in der Backstube? In der Backstube 6, jetzt 7, 6,5 dann. Ab morgen fängt ein Lehrling an. Das ist ja schon eine Sensation. Ja. Wo kommt der her? Der kommt aus Windhagen dann. Und hat in dem ganzen Bergbereich nichts gefunden und ich bin auch von der Kreishandwerkerschaft vermittelt, bin gefragt worden, ob ich den unter meine Fittiche nehmen kann. Ich habe ja auch oft Problemfälle, da ich ja als Lehrlingswart für die Streitigkeiten im Handwerk zuständig bin. Ich werde also in Betriebe gerufen, wenn es zwischen Auszubildenden und Ausbildern nicht klappt. Und deshalb wissen die, dass ich sehr, wie nennt man das,
sehr entgegengekommen bin von Jugendlichen, die auch Schwierigkeiten haben. Ist das denn so der einzige Grund, die Arbeitszeiten, die verhindern, dass es so wenig Nachwuchs gibt? Work-Life-Balance, ne, würde ich sagen. Das ist also, Bäcker ist ein schöner Beruf. Man kann gestalten jeden Tag. Man sieht, was man tut. Man schmeckt es. Ne? Und die öffentliche Anerkennung ist auch da. Ne? Es gibt ja Berufe, die nicht so anerkannt sind, aber der Bäcker ist meiner Ansicht nach hat ein vernünftiges Image aufgebaut die letzten Jahrzehnte dann. Wie sind die Löhne so im Durchschnitt? Durchschnittlich. Etwas untere Ebene, muss ich zugeben. Also jetzt dritte Lehrjahr kriegt ein Lehrling 800 Euro, im zweiten Lehrjahr 600. Also das ist natürlich bei einem Fliesenleger oder bei irgendeinem anderen Beruf ist das deutlich höher. Aber muss auch auf die Preise umsetzbar sein. Wenn wir nochmal so auf die Corona-Zeit zurückblicken, da habe ich in Erfahrung gebracht, dass du während der ganzen Zeit deine Mitarbeiter hier behalten hast und auch normal bezahlt hast. Das ist richtig. Da habe ich großen Wert drauf gelegt. Die Mitarbeiter haben auch Verpflichtungen. Die haben auch ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihre Kinder in der Ausbildung. Und wir konnten das Gott sei Dank durch Überstundenabbau, Urlaubskonto, Urlaubszeitkonto, konnten wir alles so machen, dass keiner in Kurzarbeit gegangen ist. Und wir haben ja auch weiter gebacken und einen Außenverkauf organisiert. Wir haben ja da Sachen erfunden, wo man gar nicht dran gedacht hat früher. Ne? Aber da bin ich stolz drauf. Das heißt, dass du hier auch einen sehr treuen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterstamm hast. Auf jeden Fall. Ne? Viele, die Jahrzehnte hier sind, dann auch Aushilfen. Ne? Es gab hier mal eine Frau, die war schon relativ alt. Frau Bott, Ingeborg Bott, die war 71 Jahre aktiv hier im Betrieb dann. Aber heute nicht mehr. Nee, ist leider heute im Marienhof dann. Aber noch immer am Betrieb interessiert dann. So salopp gesagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Verheiratet war ich nicht, aber verliebt schon. 2-3 Mal Ansätze, ist dann leider immer gescheitert. Nachher habe ich gesagt, ist es halt so. Ne? Hier hatten wir immer nette Mädchen in der Landvolkshochschule zum Beispiel, Hauswirtschaftsmeisterin, allem da. Die kamen aus Münster, da fand ich gut. Ja, wie ich nach Münster kam, das erste Mal zu den Eltern, sagt der Vater direkt, und du nimmst hier den Betrieb und nicht deinen Betrieb in Röndorf. Soll ich Bauer werden, also Bäcker oder Bauer. Ne? Aber und hier in dem Betrieb, das war für mich eine Voraussetzung, dass ich den Betrieb weiterführe, und dann eine Frau zu integrieren, ist auch nicht so einfach. Ne? Wer macht das mit? Ne? Ich kenne viel auch das Sonntagsbacken. Da sind viele Bäckereden dran kaputt gegangen. Ich habe Kollegenfrauen, die sagen, jetzt der 7. Tag auch noch, wir haben keinen Tag für die Familie. Ne? Ich selber kenne es von Kind an. Meine Eltern, meine Großeltern, wir haben immer 7 Tage aufgehabt. Ne? Aber da viele Bäckerehen scheitern auch daran, dass der Bäcker zu viel arbeitet und zu wenig Freizeit macht. Zwei deiner Hobbys kennen wir ja. Du bist ein leidenschaftlicher Feuerwehrmann und du bist ein Schütze hier im Schützenverein in Röndorf. Ja. Was hast du sonst noch für Hobbys? Ich fahre gern weg, ich wandere gern in Bayern. Das ist ja auch meine große Liebe, Bayern. Wander mit wie vielen Freunden, wir haben da regelmäßige Fahrten und vor allen Dingen auch mal die Freizeit genießen hier im Siebengebirge. Das ist genauso schön wie in Bayern. Ne? Also ich gehe sehr viel im Siebengebirge wandern, kommt mal auf andere Gedanken. Würde ich mal vielen raten, durch Siebengebirge sonntags morgens oder samstags morgens ganz früh. Es ist eine wunderbare Sache, auf der Löwenburg zu sitzen und mal nachzudenken dann. Du bist ja hier aktiv, auch in der lokalen Politik, du sitzt seit Jahren im Rat. Ja. Für die CDU würdest du dich heute nochmal für diese Partei entscheiden? Ja, selbstverständlich. CDU war immer in Honnef eine der größten Fraktionen. Meinungsbildner und auch entscheidungsfähig. Also wenn man in kleinere Parteien, die haben auch ihre Berechtigung, ganz klar. Aber wenn man etwas durchsetzen will, muss man in einer großen, starken Gruppe sein. Und die CDU ist auch die modernste Partei für mich. Wir sind die eigentlichen Grünen. Wenn man von unserem C aus hier in die Bewahrung der Schöpfung sieht, wir haben uns um Umweltthemen gekümmert, da gab es noch ja keinen Grünen, zum Beispiel. Ne? Und SPD ist ja eigentlich in Honnef auch eher eine CDU-SPD. Das sind ja keine klassischen Vertreter der Arbeiterschaft, das sind ja eher Beamte und Mittelschicht. Aber wir haben ja auch gemeinsam, da muss ich sagen, im Rat, viel hingekriegt. Warum wird Honnef oft, also von Gästen auch gesagt, lebens- und liebenswert? Ich sage ja auch in meinen Reden, das ist, weil hier wirklich die letzten 40, 50 Jahre vernünftige Kommunalpolitik betrieben wird. Und die meisten Entscheidungen sind ja auch fast einstimmig. Die 3-4 Entscheidungen, wo sich im Jahr darüber richtig gestritten wird, das ist ja eigentlich sehr wenig, ne, im Verhältnis zu anderen Sachen. In Bonn ist ja die Kommunalpolitik total zerstritten. Ne. Und wir haben doch schon ein bisschen gemeinsamen Level, alle Parteien, die im Rat sind.
Jetzt bin ich mal auf die Reaktion gespannt, ja. Wenn sie denn kommen. Ich glaube, es war der Landrat Schuster, der dich irgendwann mal hier zum Oberbürgermeister gemacht hat, Oberbürgermeister von Rhöndorf. Wie siehst du denn die Entwicklung dieses Veedels, also Rhöndorf, in den letzten Jahren? Ist das so für dich? Also durchweg positiv, aber manchmal kommt zu viel Störfeuer aus Bad Honnef, da kann man ganz klar sagen. Im Moment aktuell, da kommt alle 5, 8 Jahre wieder die Diskussion über den Schulstandort Rhöndorf. Und wir haben Grundsatzbeschlüsse bei der CDU, kurze Beine, kurze Wege. Jeder Ort hat seine Grundschule. Und da fängt die Verwaltung spitze auch leider jetzt wieder dran an, rumzudiskutieren. Und wir werden jetzt direkt nach der Sommerpause da in eine heftige Diskussion eintreten. Also Elternwille ist es in Rhöndorf, dass die Schule erhalten will. Ganz klar. Und auch, wenn man die drei Varianten sieht, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, die günstigste ist, dass Rhöndorf ausgebaut wird zu einem kleinen Dorfcampus hier als Grundschule. Mit OGS, mit einem Neubau, das kostet, ich glaube, 4 Millionen. Und die andere große Lösung in Rommersdorf ist für mich untragbar und auch nicht bezahlbar. Und wir können, Rhöndorf ist ein aufstrebender Ort. Wir kriegen jetzt Ende 300 mit neue Bürger im Penatenbereich. Und da schätze ich doch, dass da 50, 60 Kinder dabei sind, weil dann endlich auch mal Wohnraum ist, der bezahlbar ist. Ich weiß nicht, Sonntagskirmes waren so viele Kinder, wie dies ja hier waren, habe ich in 30 Jahren nicht gesehen, was hier Sonntagmittag los war an Kindern. Und wie gesagt, die CDU, ich hab hier auch mal alte Unterlagen, die CDU hat sich immer dazu bekannt, jeder Ortsteil seine Grundschule, das ist wichtig. Jetzt kommt ja wahrscheinlich noch eine neue Schule hinzu, ist das dann so eine Art Konkurrenz für euch? Oder? Glaube ich nicht, also eine ganz andere Zielgruppe. Ne? Ob die neue Schule Erfolg hat, das wollen wir mal sehen. Das ist ja privat geführt. Aber und was mich ein bisschen gestört hat letztes Jahr, diese wahnsinnige Bebauung in Rhöndorf, aber leider aufgrund fehlender Bebauungspläne nicht zu verhindern. Die Stadtverwaltung hat da in eigener Unfehlbarkeit hatte die Genehmigung erteilt und hat immer gesagt, Politik, haltet euch raus. Aber der, also mir ist die Entwicklung im Bebauungsbereich, passt mir überhaupt nicht. Das wird, und auch die Menschen, die hier hinziehen, die sind willkommen, die sind gut. Aber von der Altersstruktur und Sozialstruktur passt das nicht in unseren Ort. Das sind etwas ältere Herrschaften, keine Kinder mit hohem Einkommen. Da hat keine Feuerwehr was von, da hat kein Schützenverein, kein Karnevalsverein was von. Das sind, kann man ja auch verstehen, die wollen hier in Ruhe in dem schönen Ort ihren Lebensabend verbringen. Aber für das soziale Gefüge im Ort ist es schlecht. Wie kann man das verändern? Muss da was reguliert werden? Ja, wenn wir noch überhaupt noch freie Flächen haben über Bebauungspläne. Und die Investoren wollen natürlich ihr Geld machen. Ich fand immer früher top, wenn Honnower Unternehmen gebaut haben. Für sich oder auch für Mieter. Das war das vernünftig und die blieben hier. Jetzt sind das so Heuschrecken von Bremen und von Hamburg, die hier ihre schnelle Mark machen wollen und dann sind sie wieder weg. Und hier, preiswerteste Eigentumswohnung, 825.000 Euro, das ist ja verrückt. Welcher Bäcker oder welcher Metzger oder welcher Polizist kann sich das erlauben? Ne? Und das ist eigentlich auch die Zielgruppe, die auch in so ein funktionierendes Dorf gehört, meiner Ansicht nach. Ne? Aber bitte, die sind alle willkommen, die Leute, die hier hinkommen. Aber da müssen wir in der Politik mal dran drehen. Was würde denn passieren hier in Bad Honnef, wenn zum Beispiel die Löschgruppe Rhöndorf der Feuerwehr nicht mehr existieren ganz könnte? Ganz klar, dann müsste die Stadt Bad Honnef eine hauptamtlich besetzte Wache einführen, um den Fristen gerecht zu werden, Hilfeleistungsfristen. Und das kostet Geld. Also das ist noch gar nicht zu Ende gerechnet. Was da auch, geht ja auch nicht nur um die Tagesverfügbarkeit, geht ja um sogenannten Grundschutz. Also eine Feuerwehr ist nicht nur, wenn man da 8 Stunden 6, 7 Mann hinsetzt oder und das geht rund um die Uhr mit Urlaub, mit Krankheit. Also da kommen Millionen Personalkosten auf uns zu, die Stadt nicht tragen kann. Es hat sich ja auch hier viel im kulturellen Bereich entwickelt. Die Tradition sowieso, die besteht weiterhin mit einem hohen Anspruch. Aber wir haben zum Beispiel hier in Rhöndorf auf dem Siepiensplatz den Pavillon, der ist neu, nicht neu errichtet worden, aber entwickelt worden mit tollen Konzerten. Danke. Welche Bedeutung hat diese Entwicklung hier für den Ort? Sehr große Bedeutung. Aus dem alten, traditionellen Bürger- und Ortsverein ist ein moderner Verein gewesen, der Ortsteilaktivitäten entwickelt und besser kann eigentlich nicht laufen. Ist vernünftiges Publikum, viele Gäste von außen und vor allen Dingen auch Gäste, die wiederkommen. Also ich habe ja eine Dame aus Asbach, die ist bisher bei jedem Konzert, was war, kommt die von Asbach mit ihrer Tochter hierhin gefahren. Gibt hier natürlich Geld aus.
spendet dem Ortsverein und sagt, toll, dass es das gibt in Röndorf. Und es ist auch für mich eine große Chance, die Neubürger einzugliedern. Ich lerne da so viele Leute kennen, die sagen, ich wohne da, ich wohne da. Das ist ja wichtig heute. Vereinsamung ist ja in aller Munde. Man sieht ja auch die guten Beispiele von der CDU, die Frau Langguth, was die mit ihren Veranstaltungen bewirkt hat. Und da ist so eine Veranstaltung ideal für. In lockerer Weise, ohne Eintritt, ohne Verpflichtung. Das ist schon eine tolle Sache. Und das Röndorfer Dorfhaus, wie wir es demnächst nennen, wird ja auch wieder aktiviert in verschiedenen Sachen. Da freue ich mich auch drüber dann. Was passiert da? Ja, soll ein Repair-Café eingerichtet werden. Da kommen ab Januar, glaube ich, jeden Monat einmal Zeitzeugengespräche. Wir werden also auch ein bisschen kulturell, also Lesungen haben wir vor. Dann ist also auch Thomas Heyer und seine Gattin sehr engagiert. Und da war ja auch ein bisschen mal Ruhe eingekehrt in der sogenannten Heimatstube da. Aber da freue ich mich drauf, dass wir da auf einem guten Weg sind dann. Nun wirst du also am 12. August 65 Jahre alt. Ja. Ich meine, wenn man das mal so mit mir vergleicht, bist du quasi ein Jungspund. Wie sind denn deine weiteren Pläne? Wie sieht deine Zukunft aus? Ja, ich trete nochmal an für den Stadtrat. Für den Schützen habe ich mich jetzt was zurückgezogen. Ich bin nicht mehr Präsident. Feuerwehr mache ich bis zum bitteren Ende, bis 67. Und der Betrieb, das sehen wir mal, läuft auch erstmal weiter. Ne? Muss ja auch mal beplant werden, die Nachfolge, aber mit 65 Jahren ist man noch nicht zu alt dafür. Dann. Und wie sieht die Nachfolge aus? Wie kannst du dir das vorstellen? Ja, ich habe einen Neffen, der im Betrieb ist und da müssen noch viele Gespräche geführt werden, aber da sind wir auf einem vernünftigen Weg dann. Und wie wird gefeiert am 12.? Ja, hier mit einem Straßenfest auf der Löwenburgstraße. Ich hoffe, du kommst auch dann. Absolut. Ja. Und wenn jetzt hier die gute Fee vorbeischauen würde und ja, würde sagen, Peter, drei Wünsche hast du frei. Fallen dir da welche ein? Ja, erstmal natürlich ganz hoch das Überregionale, dass Frieden endlich ist. Ukraine und Israel, das ist ja eine Katastrophe. Und hier für uns, die Bürger untereinander ein vernünftiges Verhältnis haben. Dass nicht unfair gestritten wird, auch im Rat ist das ja manchmal der Fall. Ne? Oder hier im Ort wird man auch als Kommunalpolitiker angekommen. Ich möchte, dass wir hier vernünftig in Frieden und Ruhe unser Leben gestalten. Das ist mir sehr wichtig. Und dann kommt die Zukunft. Schule habe ich ja genannt, Röndorf hat, die Überalterung von Röndorf ist von der Politik gemacht. Wir müssen dagegen halten. Das ist für mich unheimlich wichtig, dass Eltern hier noch bezahlbaren Wohnraum bekommen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema von eben. Und dass Kinder vernünftige Ausbildung bekommen. Das haben wir im Moment noch, sind wir im gelobten Land, aber ich sehe da Gefahren drin von der Politik, vom Kreis sowie von der Stadt Honnef auch, dass die uns dieses schöne, überschaubare Röndorf kaputt machen, etwas. Ist provozierend, aber ich empfinde das so. Jetzt muss ich aber doch noch mal eine Frage stellen, weil du sagtest, auch die Politik würde hier angegriffen, also sicherlich nicht physisch, aber mit Worten, was gibt es da für Beispiele, also was passiert da? Also schon mehrmals, auf Plakate von meiner Person werden Hetzsprüche drauf geschrieben oder ich kriege hier auf der Straße, also, ihr Idioten im Rathaus, dann versuche ich denen das immer zu erklären, sollen sich selber mal für ein Amt zur Verfügung stellen, aber das kommt meistens nichts. Ne? Da muss ich auch die Stadtverwaltung in Schutz nehmen. Die werden angegriffen von manchen Bürgern, das ist nicht mehr normal. Und ich habe Seitenbriefe, die Leute, die die Stadtverwaltung angreifen, wollen mich damit ins Boot holen. Das gab es früher nicht. Ne? Also einer hat auf meinem Plakat draufgeschrieben, schwarze Sau. Und das ist für mich schon grenzwertig. Also ich bin wertekonservativ, aber nie schwarz oder ein ganz rechter gewesen, noch nie. Da lege ich Wert drauf. Ne? Aber dass dann Leute nachts hingehen und die Plakate beschmieren. Ne? Oder bei den Grünen stechen sie die Augen aus, schreiben über den Habeck drüber. Das ist doch kein Stil. Das ist eigentlich, passt nicht zu Bad Honnef. Im Grunde genommen ist das ja demokratiezerstörend. Selbstverständlich dann. Oder auch was diese ganz Rechten für einen Tonfall haben. Das passt mir überhaupt nicht. Also, ne, das ist ja, das geht bis ins. Ich bin ja froh, dass in Honnef noch keiner die Idee hatte, sich da zu formieren. Ne? Dass man die Kommunalpolitik in der Beziehung noch sauber haben dann. Also das ist mir wirklich wichtig dann. Peter, jetzt doch nochmal zurück zur Fee. Zwei Wünsche hast du geäußert, ja. Hast du nicht noch einen dritten? Der dritte, jawohl, ein ganz großer Wunsch. Hat unser Stadtwald und unser Siebengebirgswald vernünftig wieder in Ordnung kommen, nach den Borkenkäferkalamitäten und alles, was wir da gehabt haben. Also riesige Flächen müssen nachgepflanzt werden. Das ist für Bad Honnef, für mich, also ein Pfeiler
dass Bad Honnef so liebenswert ist und lebenswert. Die Nähe zur Natur, zum Rhein, aber der Wald, der bedarf richtiger Anstrengung. Und deshalb habe ich auch meinen Geburtstag genutzt. Mindestens 1.000 Bäume sollen zusammenkommen, wenn die 2.000 Bäume der VVS oder der Stadt vernünftig aufforsten kann. Das ist für uns Bürger und für unsere Gäste ganz wichtig dann. Also da möchte ich auch andere aufrufen, die da mal ein bisschen den Wald unterstützen. Peter, wichtige Worte zum Schluss. Ich wünsche dir weiterhin viele, viele glückliche Jahre hier in Rhöndorf und alles Gute, Gesundheit und auch weiterhin in deiner Konditorbäckerei viel Erfolg. Ja, vielen herzlichen Dank. Und dann hoffentlich feiern ihr noch mit. Dann. Wirst du sehen. Ja. Platzt hier Rhöndorf aus allen Nähten. Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Menschen. Menschen im Siebengebirge und der Region. Ein gemeinsames Podcast-Format von Honnef heute und dem BHZ-Magazin.